Wir stellen die komplexe Zahl in der gaußschen Zahlenebene dar. Dazu geben wir ein z unterstrich 1, der Index für die Zahl 1 ist gegeben durch 2, der Realteil, plus Imaginärteil 2 und die imaginäre Einheit i erhalten wir durch gleichzeitiges Drücken der Alt-Net-Taste und die Zahl i. Die komplexe Zahl 2 plus 2i wird in der komplexen Zahlenebene wie im rechtwinkligen Koordinatensystem dargestellt. Als nächstes bestimmen wir den Betrag dieser komplexen Zahl und können dies beispielsweise mit dem Befehl Länge tun. Wir erhalten, der Betrag dieser komplexen Zahl z1 ist 2,83. Ähnlich geht dies für die anderen komplexen Zahlen, etwa für die komplexe Zahl z2 gleich. Gegeben ist hier 3 minus 4, das Alternate i. Hier bestimmen wir den Betrag mit Hilfe der Funktion Länge von z2. Wir erhalten den Betrag 5.